5 Sekunden. Start! Kleines starke Rangel. Das passiert schon mal. Oi, 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 in den Lauf, der heißt er da. Ein bisschen aufpassen, nicht so weit halten. Das war die 67, Lukas Ellerbock. Bisschen vorsichtig, Lukas. Das ist da so ein Feuer drauf. Trainer geht in Führung von Nico Drell und dem Tobias Seidel. Und der Mike Trainer mit der 88 jetzt auf der Karte rot lackiert. Da kommt er hier gerade über die Ziellinie gefahren. Vorsicht hier mit Bild, jo, okay, alles klar. Wir haben nichts mehr erwartet, das haben wir auch gedacht. Super. Ja, da scheint irgendwas. Und da hat unser Bonus nicht so funktioniert, oder? Ja? Nicht so wirklich. Dann haben wir gewartet kurz, alles klar, hängt sie jetzt hinten an. Wir schauen mal auf unser Führer, Mike Miller mit der 88. Hier eine Zeitnahme, die 71, die Modell weiß rotiert. Und ich wieder das Design will. Im Gelb, Blau-Weiß lackiert auf Position 3. Die ersten drei Fahrer sehr dicht beieinander. Dann kommt der Tobias Fjara mit der 75 und der Lars Träger mit der 87. Oh, Weiß-Rot muss noch mal rüber. Ups, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay. Tobias Heide, Tobias Gerber. Das ist die aktuelle Reihenfolge. 86, 79, 75. Da kommt das Führungsfahrzeug. Das ist der Mike. Mike Taylor, gerade vorbeigefahren. Lukas Ellerbock, der hat da irgendwie ein bisschen viel Speed eingebaut, glaube ich. Hier kommt der 2. Zehnte, in Gelb-Blau, mit der 79, Tobias Heidel.
Warte, wir überzeigen bitte alle noch einmal über die Ziellinie. Und auch hier mal einen dicken Applaus für den Marktträger, der gewinnt hier das erste Zehnfinale. Mit der Startnummer 86 von Tobias Sagel, mit der 79 und dem Lastträger mit der 87.